Seit 20 Jahren versucht das Projekt Schule am Bauernhof, Kindern spielerisch beizubringen, dass Milch nicht von lila Kühen kommt und Kartoffeln nicht als Pommes wachsen. 80.000 Jugendliche haben so bereits das echte Landleben kennengelernt. Eine Kindheit am Land ist nicht mehr das, was sie früher einmal war. Ich habe einfach alle Facetten eines landwirtschaftlichen Betriebes mitbekommen. Und bei uns in der Kindheit war es so, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten gehabt. Mit meinem Bruder irgendwas spielen draußen und mit meinem Bennyboard fahren. Ja, Fernsehen schon auch und Handy spielen halt. Also ich tue Rollerskaten. Früher bin ich immer auf zum Toni gegangen und habe die Kühe und die Kalben mir angeschaut. Es gibt immer weniger landwirtschaftliche Betriebe in der Steiermark und vor allem die jungen Konsumenten haben kaum einen Bezug zum Bauern. Seit 20 Jahren gibt es aber das Projekt Schule am Bauernhof und wir besuchen heute einen Betrieb in Wettmannstetten. Für Maria Haring-Weigl in Wettmannstetten ist es eine Selbstverständlichkeit, ihren Stall für interessierte Kinder zu öffnen. Wir haben selber 4 Kinder und da sind die Schüler immer gerne zu uns gekommen. Die Lehrer haben immer schon gefragt, ob sie eben eine Lehrausfahrt machen dürfen zu unserem Hof. Und ja, es ist eigentlich auch für das Image, für uns Landwirte ganz wichtig, dass sie hier einmal da sein dürfen, wo eben die Urprodukte produziert werden. Mehr als 90 steirische Familien mit einer Landwirtschaft tun es ihr gleich. Und für die Konsumenten von morgen ist dieses Klassenzimmer mitten im Stall eine gelungene Abwechslung. Wir kommen eigentlich fast jedes Jahr her. Und wie es zugeht, habe ich nicht gewusst. Was macht man aus der Milch? Butter, Käse und Joghurt. Die Milchkühe hier haben ihre Aufgabe und spätestens beim Verkosten von der selbstgeschüttelten Butter lernen die Kinder, dass sie mittendrin sind in der Produktion von heimischen Lebensmitteln. Es wird auch immer wichtiger, weil die Kinder einfach den wirklichen Bezug zu einer produzierenden Landwirtschaft ein bisschen verlieren. Ja, die kennen zwar die Produkte, aber die wissen nicht, was da dahinter steckt, wie man produziert. Hauptsächlich sind es die Bäuerinnen, die diese Zusatzausbildung machen. Sie müssen gern mit Kindern arbeiten, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Und es ist aber auch vorgeschrieben, dass es einen Zertifikatslehrgang braucht, den Abschluss für diesen Zertifikatslehrgang Schule am Bauernhof. Und da ein Bauernhof kein Spielplatz ist, wird auch jeder Hof auf Gefahrenquellen hin beraten. In den letzten 20 Jahren hat man so 80.000 Kinder begrüßen können.